Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Börsenplatz, unserem Finanztalk. Wir blicken auf die abgelaufene Woche und die jüngsten Marktentwicklungen. Außerdem natürlich wie immer an dieser Stelle schon mal ein Blick voraus. Womit ist in der nächsten Woche an der Börse zu rechnen? Und dazu begrüße ich jetzt an der Börse in Frankfurt den Marktexperten Manfred Piontke von der FPM AG. Ja, Herr Piontke, der Haushaltsstreit, das war es ja, was uns in dieser Woche auf jeden Fall beschäftigt hat. Und es gibt eine Annäherung, die Anhebung der Schuldengrenze, die ist vielleicht dann doch in sich zumindest eine Zwischenlösung erstmal. Und das hat für positive Stimmung gesorgt. Was glauben Sie denn? Wäre der 17.10. denn tatsächlich so eine Deadline, wo wir mit der Zahlungsunfähigkeit rechnen müssen? 17.10. denke ich nicht. Ich gehe davon aus, dass das amerikanische Finanzministerium hier eine gewisse Liquiditätsreserve hat. Für mich ist maßgeblich der 1. November. Da werden nämlich deutlich über 60 Milliarden an Rückzahlungen fällig, die refinanziert werden müssen. Das ist für mich so die Deadline. Und was glauben Sie? Also wie wird jetzt die Annäherung stattfinden? Was werden wir jetzt noch erleben in den nächsten Wochen? Ja, ehrlich gesagt, aus unserer Sicht ist es ja eine recht komische Geschichte. Eigentlich sollte so ein Haushalt in Ordnung sein und eine seriöse Haushaltspolitik gemacht werden. Es ist hier einfach aus der politischen Pattsituation hier ein Zerren und Zürren. Eigentlich kann die USA dabei nur verlieren, wenn sie sich nicht einigen und hier endlich eine langfristige Regelung finden. Wenn das nicht der Fall wäre, würde, wie schon gesagt, am 1.11. die USA letztendlich in eine Insolvenz oder in eine Insolvenzsituation kommen, mit verheerenden Auswirkungen für die Wirtschaft, für die Märkte. Einige vergleichen das mit mindestens Lehman-Auswirkungen. Ansonsten würde man wieder zur Tagesordnung übergehen. Für einen Monat, wenn man die Sache um einen Monat verschiebt, oder verlängert, oder dann, wenn man endgültig eine Einigung findet, um dann wieder auf die Basics und die wirtschaftlichen, tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklungen zu schauen. Aber das erwarten Sie auch nicht, dass es tatsächlich zu diesem Szenario kommen könnte? Das, wie Sie die Reaktion der Märkte sehen, keiner erwartet es. Dementsprechend verheerend wäre es, wenn es tatsächlich passieren würde. Und dann haben wir noch eine weitere Personalie von der Fed bekommen, von der Notenbank der amerikanischen. Eine Frau wird jetzt halt eben die Nachfolgerin von Ben Bernanke. Das war ja eigentlich schon mehr oder weniger erwartet worden. Ist es für Sie von der Personalie her, dass Sie sagen, wie wird das die Märkte bewegen? Es wird die Märkte oder es hat die Märkte eher positiv beeinflusst, da diese Personalie eigentlich mit der Vorsetzung eher einer lockeren Geldpolitik verbunden wird. Dementsprechend eine positive Reaktion zumindest an den Aktienmärkten. Die Berichtssaison läuft nun wieder an in den USA. Alcoa hat traditionell hier die Richtung, ja hoffentlich die Richtung vorgegeben, denn da haben wir ja positive Zahlen gesehen. Aber wie ist das bei Alcoa zu bewerten? Denn die Analysten hatten ja ihre Schätzungen vorher auch zurückgenommen. Ja, jetzt mal von den individuellen Situationen vom Alcoa weggehend, denke ich, dass insgesamt die Berichterstattung für das dritte Quartal durchaus positiv, leicht positiv sein wird. Ein Tick besser als Q2. Für amerikanische Unternehmen gegenüber dem Euro ein leichter Währungsvorteil, gegenüber Drittländern in den Emerging Markets eher eine Währungsbelastung. Aber insgesamt eine leicht bessere Beschäftigungssituation und eine leicht bessere Gewinnsituation als in dem Vorquartal. Ganz wichtig hierbei, im Tenor eher Bestätigung der Jahresziele, in der übertreffende Erwartung eher eine größere Anzahl als im Untertreffen der Erwartungen. Welche Branchen gucken Sie sich hier speziell an? Interessant wäre natürlich nächste Woche die Banken werden, weil hier doch immer wieder ein kleiner Überraschungseffekt mit dran dabei sein wird, von der Risikovorsorge her, von dem Handelsergebnis her, das immer sehr schwierig zu prognostizieren ist.
Das Umfeld ist ähnlich gewesen wie im zweiten Quartal bei den Banken. Diese zwei Komponenten werden dann für Interesse sorgen, beziehungsweise so, dass vielleicht die reporteten Ergebnisse da ein bisschen abweichen werden von den Erwartungen. Ich glaube in der Tendenz positiv. Interessant werden sicherlich dann aus europäischer Sicht gerade die Unternehmen sein, die sehr stark exportieren, inwieweit hier die Währung negativ belastet haben, beziehungsweise dieses Ergebniselement hier kompensiert werden konnte. Die Banken haben Sie schon erwähnt, da haben wir ja unter anderem dann Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, die eben nächste Woche kommen. Wir haben aber auch die technischen Werte wie Google, AMD, Dell, IBM, Intel. Was sehen Sie für diese Branche? Hier kommt es tendenziell wachsend, wobei also auch gerade hier die Situation mit dem Defizit Situation in den USA bei dem einen oder anderen ein bisschen bremsend wirkt, die also sehr stark in den öffentlichen Haushalt der USA liefern. Das Zweite, muss man auch hier wieder die regionale Aufteilung anschauen. Wie ist das Unternehmen in Europa positioniert, insbesondere in Südeuropa? War das in der Vergangenheit wichtige Märkte, die natürlich dann eher bremsend waren? Andererseits, wer ist stark in Asien oder in China positioniert oder ist sehr stark in den USA selbst positioniert? Da werden wir eher positive Tendenzen sehen bei den Tech-Werten. Ja, genau, bei den Technologie- und nicht technischen Werten, das wollte ich natürlich gesagt haben. Und wir gucken bei den Konsumtiteln. Pepsi und Coca-Cola haben wir noch am Start. Was sehen Sie hier? Hier ist gerade diese Unternehmen, die sehr global agieren, müssen wir eventuell negative Währungseffekte mit berücksichtigen, gerade aus den Emerging Markets, wo wir doch im dritten Quartal doch deutliche Währungsverschiebungen gesehen haben, was dann zumindest über die Gewinntranslation zum niedrigeren Ergebnisbeitrag führen. Also hier wären meine Erwartungen nicht so hoch. Wenn wir auf Euro-Dollar dann vielleicht einfach auch mal schauen, vor der Maßgabe, dass es ja auch einige Konjunkturdaten nächste Woche noch gibt aus den USA, was erwarten Sie? Einen eher doch schwächeren Dollar? Das hängt sicherlich auch mit der Situation in der Haushaltssituation in den USA zusammen, ob hier eine Belastung käme. Und es hängt sicherlich davon zusammen, wann die Fed jetzt beginnen wird, denn ihren Anleihenrückkauf zu reduzieren, um damit die Zinswende einzuleiten, in Anführungszeichen, was dann zeitlich vor der Zinswende in Europa passieren würde, was dann den US-Dollar eigentlich eher fester machen sollte über die Zinsparität. Sie sprachen es gerade an, Tapering. Wann erwarten Sie das? Ich glaube Dezember. Ich glaube, dass die Fed das nicht ohne Pressekonferenz machen wird. Und die ist turnusgemäß erst bei der Fed-Sitzung im Dezember angesetzt. Das würde passen. Dann also so als Weihnachtsgeschenk sozusagen. So ungefähr. Dann gucken wir natürlich noch aus Daten aus Europa. Was werden wir von der europäischen Seite, auch Konjunkturseite her, in der nächsten Woche sehen? Ja, hier ist gerade aus deutscher Sicht von großem Interesse die Zulassungszahlen in Europa, was die Automobilindustrie angeht. Hier erwarte ich doch dann langsam eine Stabilisierung. Vielleicht im Monatsvergleich, was die absolute Absatzzahl angeht, sogar ein Wachstum, was dann in Verbindung mit den guten Zahlen, die wir hier heute aus China gesehen haben, was die Automobilindustrie angeht, doch eine gewisse Stimulanz vielleicht für den ganzen Automobilsektor. Das heißt, den würden Sie auf jeden Fall im Fokus haben? Den habe ich im Fokus, da hier die Aktien auch ein bisschen zurückgekommen sind von ihren Höchstständen und sie weiterhin doch vergleichsweise niedrig bewertet sind. Welche Aktie würden Sie hier von den deutschen Automobilherstellern da besonders im Fokus haben? Das ist so ein bisschen Geschmackssache und hat nichts mit den Modellen zu tun, wo man vielleicht eventuell eine gewisse
Tendenz mit reinnehmen? Nein. Ich glaube, Daimler wird relativ gut berichten für das dritte Quartal. Die haben ja auch schon recht gute Absatzzahlen gesehen. Bei VW bin ich langfristig sehr positiv gestimmt. Hier bin ich aber trotzdem gespannt auf das dritte Quartal, inwieweit hier die Ergebnissituation zufriedenstellend ist. Wir haben ja hier einen doch nicht so erfreulichen Artikel im Manager-Magazin gehabt, die hier von einer gewissen Margenschwäche berichtet. Das wird von Interesse sein, ob man da was im dritten Quartal sehen wird. Entschuldigung, BMW ist momentan so in der Mitte von beiden anzusiedeln. Und am 21. eben, Sie sprachen die Berichtssaison gerade schon an, da startet die nämlich in Deutschland. Sie haben für die US-Berichtssaison schon Ihre Einschätzung gegeben, für die deutsche vielleicht auch noch ganz kurz. Hier bei der deutschen Berichterstattung spielt die Währungssituation vielleicht noch eine ein bisschen größere Rolle. Also hier muss man genau darauf achten, wie hoch ist der Exportanteil, wo geht es hin. Wir hatten ja Währungsverluste gehabt gegenüber, ein bisschen gegenüber dem US-Dollar, aber insbesondere halt gegen den Währungen aus den Emerging Markets. Diese Unternehmen, die hier stark hin exportieren und dort keine Kostenblöcke haben, die kompensatorisch wirken, könnten vielleicht von der Ergebnisseite oder von der Margenseite ein bisschen enttäuschen. Die Beschäftigungsseite sollte sich leicht verbessert haben gegenüber dem zweiten Quartal, sodass die Tendenz der leichten sukzessiven Konjunkturerholung, Verbesserung hier zu erkennen sein wird. Auch hier glaube ich, dass insgesamt die Berichterstattung zufriedenstellend ausfallen wird und die positiven Überraschungen eher den negativen in der Zahlen überlegen sein werden. Und dann wollen wir noch auf nächsten Freitag gucken, wo wird der DAX da stehen? Ganz kurze Prognose. 8.789. Ja, da werden wir sehen, ob das vielleicht dann tatsächlich eine Punktlandung ist. Ich sage Herr Piontke erstmal vielen Dank für diesen Wochenrück- und Ausblick und vielen Dank an die Börse in Frankfurt. Sehr gerne. Ja, und das war es dann auch schon wieder von unserem Finanztalk hier an unserem Börsenplatz. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und hoffe, dass Sie auch weiterhin hier bei uns mit dabei sind im Programm.